Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute im Hintergrund, ihr seht's, Dirt Rally 2.0 und wie immer aus unserem Race Room Fanatec Rennsitz. Wir wollen uns heute ein bisschen Rallye vornehmen. Wir haben ja im ersten Video die FIA Rallycross uns angeschaut. Heute ist sozusagen das erste Mal auf freier Wildbahn mit dem GTI in Spanien. Das heißt, Asphalt. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal raus auf die Strecke und schauen, ob wir das Ganze überleben. Und wenn wir es packen, zeige ich euch liebend gern mein Rennsetup. Dementsprechend volle Konzentration, rein ins Rennen und ich hoffe, wir sehen uns am Ende wieder. 5, 4, 3, 2, 1, go. 6 right, 100, 3 left, 150. Over crest, into 5 right long, opens 30, 2 right long, into 3 left, 30, 4 left, don't cut, 1 right, opens over crest, into 2 right, don't cut, 2 left long, opens and tightens, into 5 right over crest, extra long, caution, tightens 2, long, into 6 right, into 2 left long, opens over crest, 6 right, into cut 5 left, opens 150, 2 right, opens 4, extra, extra long, 50, 4 left tightens, 3 over bridge, 30, 4 left long, opens, into 5 right, 100, narrow 4 right, into short, 6 left, 40, 4 right, open 6, and crest into 2 left, don't cut, into 5 right long, 3 left long, tightens 2, open 6 long of a crest, into 1 right long, opens 30, small cut, 3 left long, into 3 right long of a crest, into 4 left, into 4 right, into 4 left long, into 5 right, into cut, 3 left long, into 5 right of a crest, into cut, 5 left, into 6 right, opens 50, 3 right, cut, 5 left, into 6 right of a crest, into 4 left long, small cut, 50, 3 right long, opens, into cut, 4 left, 4 right, into 3 left tighten, small cut, into keep right of a 50, 4 right, 100, 5 left, cut late, extra long, 30, early, 5 right of a crest, cut, 6 left, 50, 6 right long, cut, 6 left, into 6 right, cut, 4 left, into 6 right, cut, 6 left, 5 right, into 5 left of a crest, into 6 right long, 30, 4 left big cut, into sudden, 3 right. Into Scheiße, macht es Bock hier. 30, 2 right, tightens, into 2 left, extra long, opens 120, into 2 left, da kommt der Abflug. Aber im Rallye gibt es nun mal kein Zurücksetzen. Dann müssen wir einfach die Zeit wieder rausfahren. Don't cut, 3 left long,
slow 50, turn, hairpin right. 300. Four right, into cut, three left, into two right tightens, into six left, into six right long, opens 30, keep right into two left tightens, into three right, into five left, small cut, into five right long of a crest, into early five left of a crest, opens 50, one right long, opens. Was ist los? Ab ins Nirvana! Und ich hänge hier zwischen zwei Bäumen fest. Nein. Keine andere Wahl als zurücksetzen. Keep right over 80, crest, and flat left, 150, 6 left, 50, 4 right, open 6, extra long, tightens over crest and pole, 4 left, extra long, opens 6, 60, flat right 50, 3 left long, into 5 right long. Long tightens into six right long of a crest, slow 30, one right long tightens and three left long, opens 100, three left long, opens and tightens into five right, 30, two right tightens into six left, into five right small cut, into five left tightens. Into 5 right long narrow, 30, 4 left, open 6, extra long, 30, 5 right of a crest, keep left of a 30, 4 right small cut, into 3 left tightens, 100, 6 right, 150, 6 right, 30, don't cut 3 left tightens, into 4 right, very long, opens, into 5 left long, 30, 3 right long, into 4 left, extra long, opens, into 5 right, extra long, opens, into 6 left, into 6 right long, into 4 left, extra, extra long, opens, keep middle of a 30, 6 left, into 5 right, extra long, tightens, 100, 4 right, into 4 left long, tightens, into 4 right, 80, flat right of a crest, into 5 left, 40, 3 left tightens, into 3 right, into 5 left long, 50, 6 left, caution 30, 3 right tightens, opens 6 long, 30, 2 left long tightens, into 3 right, tightens over finish. Whoa. Wettlauf um die Zeit freigeschalten. Puh, der VW Polo, ja, auf jeden Fall ein aggressives Biest. Boah, wir wollen die Wiederholung mal anschauen. Da habe ich jetzt gerade richtig Bock dazu. Puh. Am Anfang hatte ich so meine Probleme. Natürlich hatte ich den einen oder anderen, ja, ich nenne es mal,
nicht idealen Moment, aber so ist nun mal im Rallye-Sport, dass nicht alles so läuft, wie man es sich vornimmt. Aber Freunde, das Spiel macht einfach mega Bock. Deswegen Props an Codemaster, wieder ein Rallye hinterhergelegt nach Dirt Rally, beziehungsweise Dirt 4 kam ja dazwischen, aber genau das haben wir gewollt und die haben es uns gegeben. Meine Fresse, macht es Spaß. Zwischenzeitlich bin ich in den Fokus reingekommen, links, rechts, die Kombinationen. Wirklich in einem Tunnelblick ist man drin und wenn man solche Bilder sieht, einfach mega genial. Puh, jetzt habe ich aber euch versprochen, wir wollen uns noch mein Setup anschauen. Und das machen wir jetzt. Mein persönliches Rennsetup für Asphalt. Und hier möchte ich noch kurz betonen, das ganze Setup habe ich so eingestellt, dass es für mich persönlich funktioniert. Und Walter Röhrl, die Legende schlechthin, hat früher schon gesagt, das Fahrzeug muss tun, was der Fahrer will und nicht irgendeiner von den Konstrukteuren sagt, das muss so oder so sein. Dementsprechend mein Setup für Asphalt. Ich habe den Radsturzwinkel im Heck auf minus 0,38 gestellt. Warum, wieso, dürft ihr gerne selber nachlesen. Dann habe ich die Bremsen mehr hecklastig gemacht. Wir sind zwar trotzdem noch zu 58% im vorderen Bereich, aber normalerweise ist hier, glaube ich, 100% drin. Das Differential habe ich als Vorbelastung im Heck auf hoch gestellt und gesperrt. Und ich meine, die Vorbelastung in der Front habe ich auf niedrig gemacht. Getriebe. Hier habe ich es persönlich auf Standard gelassen. Allerdings habt ihr gerade gesehen, in Spanien bietet es sich vielleicht an, den dritten und vierten Gang etwas zurückzunehmen, weil man zwischen den Gängen eigentlich immer hin und her schaltet. Dann die Dämpfung. Habe ich die Einfederverteilung im Heck auf schnell und Ausfedern im Heck auf festgestellt. Und zu guter Letzt die Federung und hier bekommt ihr ein kleines Fahrtenbuch, was Einstellungen angeht. Eine Grundeinstellung, wenn ihr so wollt, Asphalt, relativ tief die Bodenfreiheit und fest die Federung und Schotter gerade das Gegenteil, relativ hoch und weich. Dementsprechend habe ich die Bodenfreiheit hier auf relativ niedrig gestellt und die Stabilisatoren in der Front und Heck auf fest. Soweit, wie gesagt, mein Rennsetup. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und auch gerne ein Abo dalassen, wie immer. Es kostet nichts und wir sehen uns hoffentlich, wenn ihr Bock habt, beim nächsten Rallye-Video wieder. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.